Ich mache in der Woche bestimmt 4-5 Mal Sport, weil ich Spaß daran habe, dass man sich ausbaut, dass ich meine Energie loswerden kann. Ich will nur Sachen machen, die mir richtig Bock machen. Deswegen ändere ich jetzt auch mein Lebensstil. Ich bin gerade hauptberuflich als Polizist tätig. Werde mich jetzt auch verändern, weil ich es liebe, mit Menschen im Positiven zu interagieren und nicht im Negativen. Ich habe jetzt gekündigt und werde dann mir eine eigene Bar eröffnen und mir meinen Traum erfüllen. Ein Partylöwe würde ich jetzt nicht sagen, bin ich nicht. Aber ich gehe schon oft auch intensiv feiern. Schönes Roadtrip zu machen. Und ich gehe super gern auf Festivals. In meiner Freizeit mache ich auf jeden Fall viel Abenteuer, lustige Sachen. Und ich mag es eigentlich auch voll gern, um ins Risiko zu gehen. Drin, das passt. Mir wäre bei einer Frau wichtig, dass sie wie ich sehr offen ist und unternehmungslustig. Und dass man halt gemeinsam eine coole Zeit haben kann. Romantischer Typ bin ich eher nicht so. Ich kann es auch. Ich probiere es immer wieder, aber eher nicht so. Nee. So. Noch 4, lieber Raphael. Da haben wir ein paar auf dem Weg verloren. Unter anderem euch hier, die linke Ecke. Emily. Hi. Also ja, was du gesagt hast über dein Bar, das wäre vielleicht problematisch. Ich würde dann jeden Tag Alkohol mit dir trinken und ja, das wäre sehr problematisch. Tut mir leid. Okay. Aber viel Glück damit. Wir nennen sie bei Take Me Out auch die sympathische Abfuhr-Emily. Irina. Der Polizist war es, ja. Der Polizist, aber er ist ja kein Polizist mehr. Ja, egal. Das ändert sein Ego dann dadurch. Es gibt zu viele Frauen mit Uniformfetisch. Zu viele. Und Polizisten, die verinnerlichen das dann, dass die gut ankommen bei Frauen. Und ich glaube, da ist der Polizist noch ganz tief drin. Das weißt du auch. Ach, Raphael, ne? Ich gehe noch mal hier zu unseren beiden Damen, die ja eben noch irgendwie drin waren. Und Toyboy doch nicht. Ja, ich hab grad meinen Toyboy abgeschossen. Ich bin so dämlich, gell? Ich hab nur gehört, Polizist, und war so, nicht schon wieder. Ja, und dann sagt er, warum nicht schon wieder? Ja, ich hab so, ich nicht schon wieder einen Polizisten. Hattest du schon mal einen Polizisten? Ja, schon öfter. Ja? Ja. Schon öfter? Also, ich habe gesagt, Polizei ist Schluss jetzt. Und dann sagt er, mach die Bar auf. Ich dachte mal, ja, hier, hallo. Ja. Ja, war dumm. Na, geht ja, nicht mehr. Ja, war dumm. Kira? Also, Barkeeper-Beruf ist mir irgendwie nicht seriös, gesittet genug. Warum? Ich hätte lieber sowas wie Fachanwalt für Steuerrecht oder Maschinenbauingenieur oder so. Ich höre auch gerade, er wird Fachanwalt für Steuerrecht. Wenn er dann fertig ist, ja, gerne, aber jetzt nicht. Dann melde dich in 17 Jahren. Nicht so schlecht. Aber potenzielle Dates sind ja auch noch da und Julia strahlt mich gerade an. Ja, also ich habe nichts zu motzen. Du fährst Motorrad, du warst mal Polizist, ist mir egal. Vielleicht hast du die Uniform vielleicht noch. Ja, also das Optische kann man drüber hinwegsehen, weil du bist echt super sympathisch. Du hast gerade gesagt, das Optische, da kann man drüber hinwegsehen. Du bist so süß. Und das ist halt so, Soll er andere Uniformen noch tragen? Also ich habe nichts dagegen. Liebe mich auch. Ja. Und immer noch? Ja, klar. Wir sind fast quasi Arbeitskollegen. Ich arbeite auch noch an der Bar nebenbei, also. Du hast alles schon geplant, ne? Klar, natürlich. Okay. Raphael, mich auch. Mal gucken. Mary, wie ist bei dir? Ich habe am Ende nicht mehr wirklich zugehört. Weil ich fand es so cool, dass du Polizist bist. Ich bin bald Anwältin. Du hättest die verhaften können. Ich hätte die verurteilen können. Das wäre geil gewesen. Wir gucken mal. 4 sind es noch. Raphael? Über dich erfahren wir jetzt nicht mehr durch ein Filmchen, sondern durch eine ganz kleine Aktion. Deswegen kommt der Fahrstuhl gerade runter. Ich bitte dich noch mal kurz hinter die Bühne. Kannst dich vorbereiten, lieber Raphael.